Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Review. Heute habe ich euch was von Kobi mitgebracht, und zwar den nächsten modernen Kampfpanzer. Und zwar habe ich hier den Merkava, der von der israelischen Armee eingesetzt und produziert wird. Das ist das gute Stück hier. Wir haben hier eine Teilanzahl von 825 Einzelteilen. Würde ich mal sagen, eine Bauzeit wäre dann ungefähr um die 3 Stunden. So viel habe ich ungefähr gebraucht. Genau, das zu einer UVP von 60 Euro. Auf eBay würdet ihr es lediglich für so 50, 55 Euro finden. Vielleicht habt ihr Glück und findet es für 45 Euro. Ja, so viel mal so dazu. Bevor wir aber die Funktionen des Panzers näher eingehen und auch auf den Panzer selbst mal ein bisschen näher mal reinschauen, gucken wir uns aber erstmal ein paar Hintergrundinformationen zu diesem Panzer an. Das jetzt nach dem Intro. Der Merkava, der aus dem Hebräischen übersetzt Kampfwagen heißt, war die erste eigene Kampfpanzerentwicklung Israels. Davor wurden viele Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg gekauft, wie den M60 Patton oder Sherman. Auffällig ist dieser Kampfpanzer durch seine untypische Positionierung des Turms am Heck sowie an der Front den Motor. Diese Konstruktion hat sich allerdings bis heute immer noch als sehr effektiv bewährt. Bestückt ist dieser Merkava mit einer 120mm Glattrohrkanone, hat ein Gewicht von 65 Tonnen, eine Leistung von 1500 PS und eine Reichweite von bis zu 500 km. Angeblich kann der Merkava mit Hilfe der Feuerleitanlage auch Hubschrauber mit konventioneller Antipanzermunition effektiv bekämpfen. Für die Hauptwaffe wurden daneben aber auch neue Geschossarten eingeführt, die im vergrößerten Turmmagazin für 10 Granaten Platz finden. Die zwei Luken hinter dem Panzer ermöglichen ein geschütztes Verlassen des angeschossenen Panzers. Der Kampfraum war vielfältig einsetzbar und in ihm konnten bis zu 85 Granaten, 10 Infanteristen oder 6 verwundete Soldaten auf Tragen befördert werden. Und damit schauen wir uns den Panzer jetzt mal im Detail genauer an. Funktionen hat es jetzt nicht allzu viele. Also wir können natürlich wie immer die Luken öffnen. Das ist bei diesem hier gerade ein bisschen schwieriger. Einmal die Luke, die zweite Luke. Da hätten wir auch Platz für eine Minifigur, die wir da reinsetzen können. Dann haben wir hier natürlich die 120mm Glattrohrkanone, die wir hier hoch und runter schwenken können. Relativ aber auch in einer etwas höheren Position. Die können wir ungefähr bis zu diesem, ja, ich glaube, würde man sagen, es wären 45 Grad ungefähr. Können wir es nach oben schwenken. Der Turm natürlich lässt sich wunderbar drehen. Wenn wir den Turm natürlich dann auf die Seite hier setzen, können wir dann hier, wie vorhin im Background-Video, sage ich mal, dazu gezeigt, können wir hier einmal den Motor aufmachen. Und da haben wir dann halt ein paar, hier sind zwei Prints. Und das ist halt dann so angedeutet halt der Motorraum oder halt der Motor selbst. Ja. Hinzu kommt dann natürlich hier noch eine Luke, wo dann wiederum der Fahrer von diesem Merkava rausguckt und eben natürlich schwer rausgucken kann. Das, wie natürlich alles, was man jetzt hier auch sieht an dem Merkava, sind natürlich alles Prints. Da gibt es wie Kobi-typisch keine einzigen Sticker. Gucken wir uns mal nach hinten den Turm an. Wir haben hier einen schönen Schlauch. Was die roten Dinger sein sollen, das weiß ich jetzt nicht. Sieht mir eher so nach Napalm oder halt, ja, nach so Granaten oder so, was ich was aus. Dann haben wir auf jeden Fall hier unten, das war äußerst lästig, diese einzelnen kleinen Teile hier ineinander einzustecken, weil das Loch ist wirklich echt minimal, weiß nicht, 0,1 mm hat es eine Öffnung. Das war echt schon, also wenn man dicke Finger hat, dann wird es definitiv kein Spaß werden. Das ist so das Einzige, was beim Bau ziemlich lästig gewesen ist. Dann, wenn wir schon bei der Rückansicht sind, was die natürlich aber auch echt richtig schön anzusehen ist, haben wir hinten auch zwei Luken, wie auch schon gezeigt. Diese zwei Luken eben lassen sich wunderbar auch öffnen und da können dann wiederum Personen rein. Jetzt aber keine Minifiguren, dafür sind die Löcher halt zu klein.
aber es ist trotzdem ein schönes Detail, das man hier eingefügt hat. Und das war es auch schon an den ganzen Funktionen. Wir gucken uns jetzt mal hier den Panzer mal genauer an. Also ich finde von der Form her wurde der Panzer echt wirklich super getroffen. Mir gefällt der Aufbau des Turms, den Look vom Turm finde ich wirklich klasse. Also hier hat man diese V-Form vom Turm hat man wirklich super hinbekommen. Wir werden es mal von oben mal gucken. Denn so sieht er ja auch aus. Genauso wie eben, wenn man den von der Seite mal anschaut. Auch wunderbar, dieser Turm, der hier oben erstmal vorne ansetzt und dann eben schräg runter hier. Ja. Also dieser Panzer, finde ich, wurde bis jetzt von Kobi am allerbesten jetzt umgesetzt. Der sieht wirklich klasse aus. Auch farbtechnisch ist es irgendwie so eine besondere Farbe. Das ist auf jeden Fall kein Grau oder kein Dunkelbraun oder sonst was. Irgendwie so was dunkles Beige oder irgendwie in der Art und Weise. Sieht auch echt wunderbar aus, echt wunderschön. Der Panzer sieht halt, macht halt überall. Der glänzt überall, hat überall eine Schokoladenseite. Das finde ich echt gut an dem Panzer. Und ich muss auch echt sagen, jetzt nach dem Abrams und Leopard ist dieser Panzer von rein der Optik her der schönste in meinen Augen. Ja, das war es auch dann schon mit den Funktionen. Wie gesagt, ich finde den Panzer optisch echt klasse. Super sind die Luken da hinten, die es halt bei dem Merkaver eben auch gibt. Das finde ich echt, im Echteinsatz finde ich das echt eine praktische Funktion. Also das hat mich echt überrascht, dass der das hat. Deswegen hat der bei mir auch noch mehr Pluspunkte eingesammelt. Und durch die Verlagerung des Motors hier nach vorne ist eben auch der Fahrer hier gut geschützt. Somit ist jeder halt hier in dem Panzer auch zufrieden, ist gut geschützt, weil das soll der Panzer auch eben seine Verbündeten schützen und das macht er auch. Da ist er auch in seiner Aufgabe wirklich genau richtig. Ja, und das war's auch schon mit dem ganzen Panzer. Die Funktionen sind nicht viele, aber ich muss sagen, rein optisch betrachtet, sieht der Panzer von den zwei anderen, die ich vorgestellt habe, von den anderen modernen Kampfpanzern, sieht dieser hier echt am besten aus. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr diesen Merkaver hier findet, wie ihr diesen Kampfpanzer hier findet. Findet ihr den Abrams trotzdem noch besser oder den Leopard 2A5? Ich allerdings für meinen Teil sage definitiv lieber den hier nehmen. Den Leopard 2A5 brauchen wir nicht, da wird, denke ich mal, vielleicht wird es ja mal irgendwann ein Remake davon geben, und zwar ein besseres dann auch, und sagen wir auch mit funktionierenden Kettengliedern. Ja, aber soweit sage ich mal, dieser hier ist auf jeden Fall das Highlight. Das war es halt auch schon mit dem ganzen Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaut gerne bei meinen anderen Videos vorbei. Falls es euch interessiert, könnt ihr meine zwei anderen Videos von den zwei Panzern anschauen. Ansonsten, liked gerne das Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert gerne den Kanal, wenn es euch auch gefallen hat. Und ich sage dann mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Wochenende. Das nächste Wochenende wird es dann von Lego Star Wars den Obi-Wan Jedi Starfighter geben. 75333. Den schauen wir uns nächstes Wochenende an. Genau. Mit diesen Schlussworten, Ade und bis zum nächsten Mal. Ciao.